Hat Yu-Gi-Oh! Wirklich nichts mehr mit Glück zu tun? Haben wir die Möglichkeit, jede Karte aus unserem Deck immer zu bekommen? Oder gibt es ein paar kleine Glücksmomente, die wir in Yu-Gi-Oh! Immer noch haben? Wie wahrscheinlich ist das, dass dieses Glück quasi auftritt? Ich bin's, Aubertin, und heute gibt's wieder einmal über Glück in Yu-Gi-Oh! Und wie man das mit Mathematik ein bisschen reduzieren kann. Früher war das halt so, dass ihr situationsbedingte Karten gespielt habt, die euch in manchen Situationen geholfen haben. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Spiegelkraft. Das ist eine Karte, die situationsbedingt richtig, richtig stark ist. Warum wird so eine Karte nicht mehr gespielt? Weil die Situationen, wo die Karte wirklich richtig stark ist, deutlich weniger auftreten. Und weil wir mittlerweile viel mehr Karten haben, die solche Karten unterbinden können. Um quasi sicher auf unsere Spiele gehen zu können, dass wir safe das Duell gewinnen können, auch wenn da sowas liegen könnte. Der Grund, warum ich aber dieses Video quasi heute gemacht habe, ist, weil es in dem neuen Set Birth of Destiny einige Karten gibt, die uns ein bisschen die Konstanz geben, weniger auf Glück zu hoffen, sondern mehr auf Konstanz-Plays. Sondern wirklich mehr die Karten zu spielen, die wir auch wirklich spielen wollen und nicht die wir müssen oder ein paar Ratios spielen zu müssen, die wir vielleicht nie spielen wollen. Eine Karte, um die es geht, ist einmal King of the Sky Prison. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das seht ihr einmal da oben. Die Karte erlaubt es uns quasi auf Umwegen, aber jede Zauber-und-Fallen-Karte aus unserem Deck zu bekommen. Wie gesagt, nicht straight up, aber auf Umwegen. Die nächste Karte, über die ich reden möchte, ist die Karte Small World. Diese Karte hier, die hier, kann uns jedes Monster aus unserem Deck geben. Dazu komme ich aber später noch, wenn ich über die ganz anderen Sachen gesprochen habe. Ich möchte mal ganz kurz erstmal anfangen, darüber zu sprechen, wie sich Yu-Gi-Oh! In den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt hat. Denn es war am Anfang so, dass ihr quasi alle Karten dreimal gespielt habt, die wirklich gut waren. Das ist doch by the way immer noch so. Und wir trotzdem halt keine großartigen Wege hatten, die Karten zu bekommen. Also sie waren unsuchbar. Und das unsuchbar ist ein Thema, was jetzt relevant wird. Denn ihr müsst euch quasi vorstellen, es gab in den letzten Jahrzehnten, so alt ist Yu-Gi-Oh! Mittlerweile schon, viele Sucherkarten, die bestimmte Sachen gesucht haben. Es gab ganz am Anfang wirklich sehr generische Sucherkarten, aber mit einem Drawback, nämlich dass ihr die Karten nicht sofort bekommen habt. Nämlich Goldsarkophag und die Dimensionsbox hier. Das waren Karten, die haben euch quasi die Karte in zwei Zügen gegeben. Ihr konntet damit jede Karte aus eurem Deck suchen, aber es hat halt zwei Züge gedauert. Und zwei Züge können eine ganz schöne Menge ausmachen. Die Karten wurden damals auf jeden Fall gespielt, mittlerweile nicht mehr. Dann gab es natürlich Karten wie Topf der Gier, die natürlich konstanztechnisch extrem gut waren. Die Frage ist halt, gibt es solche Konstanzkarten heute immer noch und haben wir quasi für die Konstanz, für die verschiedenen Decks, mittlerweile zu viele Konstanzkarten? Denn ihr müsst euch quasi überlegen, egal was für ein Deck ihr spielt, es gibt extrem viele Konstanzkarten, die ihr in Decks spielen könnt. Sagen wir es mal als Beispiel wie Tanky, wie Fossile Grabung, wie Wow bist du. Das sind Karten, die wir quasi in Decks spielen können, wo die quasi applicable sind. Heißt, wenn wir Beast Warrior spielen, Level 1 Monster oder halt Dinos spielen, können wir mit diesen Karten unser Deck quasi deutlich konstanter machen. Das ist aber quasi nur ein Teil davon, denn wir kriegen damit spezifische Monster in spezifischen Themendecks. Das ist ziemlich gut, aber es gibt nicht in allen Archetypes und in allen, sagen wir mal so, Typen genau so eine Art von Karten. Es gibt zum Beispiel für Cybers eine Karte, die das sucht, das ist Silent Mining, die kann aber nur bestimmte Level von Cybers Monster suchen, ist also jetzt nicht super generisch. Dann gibt es natürlich noch andere Konstanzkarten, die generell den Deckcount ein bisschen reduzieren. Ich nehme jetzt mal als Beispiel One Day of Peace, Upstart Goblin, und natürlich Metal Force Fusion oder halt so Sachen wie Topf der Extravaganz, Pot of Desires, sowas in der Richtung, die wirklich halt den Deckhund für euch reduzieren, dass ihr konstant an eure Karten kommen könnt und ihr plus 1 mitnehmen könnt. Jetzt gab es mal in einem der letzten Sets die Karte Topf des Wohlstands. Die Karte ist halt für die Konstanz immens gut, weil die unsuchbare Karten quasi suchbar macht, weil ihr 6 Karten in euer Deck tief graben könnt, um zu gucken, welche von diesen 6 Karten ihr haben wollt. Das ist für die Konstanz von einem Deck ziemlich gut, vor allem wenn ihr unsuchbare Karten spielt, ist das wirklich nicht bad. Das heißt, das sind so die generischeren Konstanzkarten, die man so hat, die auch wirklich extrem gut sind, plus 1 und sowas in die Richtung. Und dann gibt es natürlich noch für die Themendecks selber Themendeck-interne Sucherkarten. Das heißt Stratos zum Beispiel, der jetzt auch alle Heldenmonster suchen kann. Oder halt so Sachen wie das Medaillon der Eisbarriere, das jede Eisbarrierekarte suchen kann. Oder Sachen wie jetzt das neue Lyros-Karte, die bald rauskommen wird, die ein Lyros-Monster suchen kann und gegebenenfalls Spezial beschwören kann, was halt unglaublich gut ist. Und das sind so Konstanzkarten, die das halt konstanter machen. Aber auch wieder da, nur für bestimmte Decks. Und der Punkt, um den es mir heute geht, ist, können wir das Glück bei jedem Deck immens reduzieren? Und die Antwort aktuell ist ja. Das heißt aber auch, dass
bestimmte Glückselemente noch im Game vorhanden bleiben müssen, logischerweise. Was wir nicht voraussehen können, ist, ob der Gegner Handjabs sieht, die uns komplett aufhalten. Das kann ein glücklicher Moment sein, wie jetzt hier der Gegner von Tim. But the troll in the main deck from Giants being in the main deck, I think this is way too much. Und der mit seinem Deck hat nichts mehr viel tun kann. Das sind halt so lucky Momente, aber da gibt es auch Karten wie Called by the Grave und Gamma für, die das theoretisch halt aufhalten können. Gamma jetzt in Drytron nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass wenn wir ein Combo-Deck spielen, es Karten gibt, die den Gegner daran hindern können, uns aufzuhalten. Das macht es halt nochmal besser. Aber was der Grund von diesem Video und heute geht, sind die beiden neuen Karten. King of the Sky Prison und Small World. King of the Sky Prison, ganz kurz, ihr könnt ihn eurer Hand vorzeigen, dann können gesetzte Karten nicht mehr zerstört werden. In einem anderen Spielzug danach, wenn die noch vorgezeigt ist und eine gesetzte Karte aktiviert wird, können wir Sky Prison spezial beschwören und ersetzt uns dann jede Zauber- und Fallenkarte aus unserem Deck, die wir möchten. Wir kriegen also damit Access zu unsuchbaren Zauber- und Fallenkarten. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Search, den man kriegen kann, weil die auf dem Feld liegen muss, in der gegnerischen Runde. Aber es ist ein Add von einer generischen Zauber- und Fallenkarte, die vorher nicht suchbar gewesen ist. Und das macht die Karte interessant. Nicht gut, aber interessant. Aber jetzt geht es um die Karte, wofür ich heute hier bin, warum ich dieses Video überhaupt gemacht habe. Und das ist die Karte Small World. Der Effekt von dieser Karte ist ein bisschen komplizierter, womit sogar Fafa so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, die Karte auch komplett zu verstehen. Wait, whoa, hang on, I thought I had it for a second. Wait, so I reveal a card in my hand. A monster. And then I banish it face down. No? Also für alle, die es noch nicht verstanden haben, weil Fafa wäre auch ein bisschen verwirrt, einmal kurz der Effekt von Small World. Zeige ein Monster in deiner Hand vor. Dann zeige ein Monster in deinem Deck vor, mit entweder demselben Typen, demselben Attribut, Level, ATK oder Def, aber nur eins davon. Und falls du das tust, verbanne das vorgezeigte Monster verdeckt, dann füge deiner Hand ein Monster von deinem Deck hinzu mit genau einem Typen, Eigenschaft, Level, ATK oder Def, wie von dem vorgezeigten Monster. Und falls du das tust, verbanne das vorgezeigte Monster verdeckt. Ja, ich weiß, das ist kein einfacher Effekt. Ihr zeigt eine Karte vor. Sagen wir jetzt als Beispiel mal den Bullet Train. Ich nehme jetzt mal Train als Beispiel. Der Bullet Train ist ein Erde Level 10 Monster mit 3000 ATK und 0 Def. Wenn wir jetzt eine andere Karte vorzeigen, wie Bell zum Beispiel. Bell ist ein Erde-Monster, Level 3, 0 ATK, 1800 Def und ist ein Hexer-Monster. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit Bell ein Monster zu adden, was entweder Erde ist und nichts von den anderen Sachen hat, oder 0 ATK hat, nichts von den anderen Sachen hat, 1800 Def und nichts von den anderen Sachen hat. Das Beispiel, was ich hier geben kann, ist in dem Fall Derikran. Derikran ist ein Level 10 Erde-Maschine-Monster mit 2400 Angriffspunkten. Hat halt kein Spellcaster, ist nicht 800 Def und sowas. Das heißt, wir können mit der Karte Bullet Train banishen, Bell aus unserem Deck banishen und dann uns Derikran hinzufügen. Und warum ist das jetzt wichtig? Trains ist halt ein extrem schlechtes Beispiel dafür. Aber ihr könnt, und das ist das Dumme an dieser Karte, jedes Monster in eurem Deck suchbar machen. Und das ist schlecht für das Spiel selber. Denn klar, Small World gibt minus 1. Aber ihr könnt dafür jedes Monster aus eurem Deck suchen. Und es gibt Karten in eurem Deck, die ihr spielt, die ihr entweder nicht ziehen wollt oder die in eurem Deck sind, die aber nichts mehr tun in eurem Deck. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Gamma. Ihr könntet, wenn ihr einen toten Gamma in eurer Hand habt, Small World aktivieren und Gamma zu einer Karte machen, die euch das Game gewinnt oder retten kann. Das ist halt insane! Ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare da, welche Kombination an Monstern und Karten in welchen Decks funktionieren, um Small World wirklich broken zu machen. Denn ich habe das Gefühl, es gibt Karten, die besser nicht suchbar sein sollten. Ich nenne jetzt mal als Beispiel einfach mal den Cyberstein, der für extrem viele OTKs verantwortlich ist, aber den man quasi mit irgendwelchen komischen Kombos in den Friedhof kriegen muss, um dann ein Friedhof Spezial zu beschwören. Aber das ist jetzt ja nicht mehr nötig, denn wir können die ja suchen. Und zwar ziemlich gut suchen, generisch, und es gibt keine Restriktion, außer dass Small World natürlich einmal pro Spielzug ist. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir dafür den einen Ad bekommen, der uns das Game gewinnt, ist das vollkommen egal, denn wir haben das Game dann ja gewonnen. Bringt mich zu dem Schluss, dass Glück in Yu-Gi-Oh! Nicht mehr ganz so relevant ist, weil wir deutlich mehr Konstanzkarten haben, die das Glück relativieren. Wie gesagt, bisschen Glück ist immer noch dabei,
aber in Relation zu den vergangenen Jahren relativ wenig. Also, Birth of Destiny, dieses Set wird super interessant für das Metagame und auch für das Yu-Gi-Oh! Spiel generell. Dann würde ich sagen, das war's schon fürs heutige Video. Lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo da für den Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.